Für mich ist auch, ich habe ja darüber ein Buch geschrieben, das falsche Leben. Für mich ist Propaganda die Symptomatik des falschen Lebens. Und jetzt in der Erkenntnis, wie viele Techniken der Propaganda es gibt, wie weit verbreitet Propaganda in der Gesellschaft ist, muss ich heute sagen, dass Propaganda die eigentlich führende Kommunikation unserer Gesellschaft ist und einer Gesellschaft, die ich als narzisstische Normopathie begreife und beschreibe oder jetzt mal politisch gesehen auch als finanzkapitalistische Normopathie in einer Kollusion von propagandistischer Herrschaft und Propagandabedürftigkeit der Massen, der also vieler Menschen. Wenn ich mal das so sage, wird mir auch deutlich, dass Propaganda in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich von Anfang an existiert. Also es wird propagandistisch die medizinische Entbindung bis hin zum unnötigen, also nicht medizinisch notwendigen Kaiserschnitt propagiert, statt dass man die natürliche Geburt praktisch unterstützt. Oder dass eine frühe Fremdbetreuung der Kinder propagiert wird, statt eine gute Elternbetreuung zu unterstützen. Dass es Erziehungsratschläge gibt, überhaupt Erziehung dominiert, auch propagandistisch, statt die Beziehungsqualität auch zwischen Eltern und Kind in den Mittelpunkt zu stellen. Dass die Gesellschaft Ich-Leistungen fordert und fördert, weil die Selbstentfaltung gestört ist. Also wenn ein Kind keine gute, bestätigende, liebevolle Beziehung erfährt, kann es sein Selbst nicht wirklich erfassen, erkennen und entwickeln und muss dafür Ich-Leistungen bringen, also das, was man dann lernen kann, was Eltern, die Schulen fordern. Also der Lehrplan ist immer auch propagandistisch aufgeladen, weil eine freie Bildung, den Menschen, die Kinder freizulassen, sich zu bilden, was ein natürliches Bedürfnis ist, eben nicht gewollt wird. Und was ich vorhin schon gesagt habe, diese ideologisierte Sexualerziehung bis in den Kindergarten hinein ist eigentlich fast strafrechtlich relevant für mich, weil die wirklichen häufig vorhandenen Probleme und Konflikte bei Menschen, nämlich die liebevoller Beziehung, wie kommt der Mensch auch sexuell zur Lust oder zur Beziehungslust, wie kann ein Orgasmus gelingen, dass diese Themen nicht bearbeitet werden, verleugnet werden, ausgegrenzt werden, dann aber eben eine abstruse, ideologisierte Sexualerziehung gibt, also die auf der Symptomebene eben der angeblich vielfachen Geschlechter und der Veränderung, dass man das Geschlecht wählen kann, dass es nur ein soziales Konstrukt sei und so weiter. So geschieht es auch in unserer Gesellschaft, dass Werbung durch Reklame, also Propaganda-Reklame im Grunde genommen dominiert und es keine saubere, seriöse Aufklärung, Information mehr gibt. Die Politik ist von Phrasen beherrscht, Propaganda, und die Inhalte, die notwendig wären, wo man politisches Handeln verstehen könnte, wird vernachlässigt. Es dominiert Ideologie und nicht die Realität. Auch in der Religion gibt es propagandistisch unterstützte Zwänge, statt eine Freiheit in Bezogenheit zu ermöglichen. Also, wenn man das mal sich so vor Augen führt, wird deutlich, dass Propaganda, wie gesagt, die zentrale soziale Kommunikation ist